Euch, meine Lieben, ich habe wieder ein neues Rezept für euch, und zwar zeige ich euch, wie ich diese Kaisersemmeln gemacht habe, ohne Stempel, ohne irgendwas, ganz einfach und schnell mit einem kleinen Geheimtrick. Ja, und wie ich die jetzt gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Wir brauchen einmal genau 330 Gramm Wasser, das hat bei mir Zimmertemperatur, 20 Gramm frischen Germ bzw. Hefe, alternativ könnt ihr auch 7 Gramm trockene nehmen. Genau 600 Gramm Mehl, das ist hier in Österreich ein Typ 700 und in Deutschland ein 550er. Ein halber Teelöffel Zucker, 12 Gramm Salz, 15 Gramm weiche Butter und einen vollen Teelöffel Backmalz. Ich habe jetzt hier ein flüssiges, ihr könnt auch ganz normal das andere in Pulverform nehmen. Falls ihr das überhaupt nicht habt, könnt ihr alternativ auch einen Teelöffel Honig nehmen. Das Ganze kann jetzt entweder per Hand oder mit der Küchenmaschine geknetet werden, so plus minus um die 10 Minuten. Ich werde die ersten 2-3 Minuten auf langsamer Stufe einfach die ganzen Zutaten miteinander mischen und dann schalte ich etwas hoch und knete den Teig so lange, bis er einfach schön glatt ist. Meinen Teig forme ich mir jetzt einfach nur zu einer schönen Kugel. Nehme mir dann eine Schüssel, bemehle sie leicht, gebe meinen Teig dann hinein, bemehle ihn auch leicht von oben, decke ihn dann ab und das lassen wir jetzt für 30 Minuten lang schön aufgehen. Mein Teig ist jetzt super aufgegangen. Bei mir war er jetzt etwas länger als 30 Minuten, einfach weil ich nebenbei noch andere Sachen gebacken habe und ich nicht vorher dazu gekommen bin. Aber 30 Minuten ist wirklich in der Norm ausreichend. Jetzt werde ich meinen Teig nur auf eine bemehlte Arbeitsfläche stürzen und teile ihn mir in 12 gleich große Stücke ein. Die könnt ihr bitte natürlich so groß bzw. klein machen, wie ihr möchtet. Ich werde sie jetzt so um die 80, 81 Gramm in etwa schwer machen. Jedes unserer Stücke schleifen wir dann zu schönen glatten Kugeln, zwicken unten das Ende gut zusammen und geben es dann auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche. Nun werde ich sie einfach nur etwas abdecken, dass sie mir nicht austrocknen, und die lasse ich jetzt genau 10 Minuten lang ruhen. Können wir dann auch schon mit den Formen anfangen. Dafür nehme ich mir als erstes etwas Roggenmehl. Falls ihr das jetzt nicht habt, müsst ihr das nicht extra kaufen, dann nehmt halt normales Mehl. Ich gebe mir das da einfach mal ein bisschen so auf meine Arbeitsfläche. Dann nehme ich mir jeden einzelnen Teigling und gebe den einmal mit der Oberfläche so schön hinein. Jetzt brauchen wir wirklich nur eine ganz gewöhnliche Gabel. Das Roggenmehl deswegen, weil beim Roggenmehl klebt das dann nicht so zusammen. Deswegen, wenn das dann aufgeht und so haben wir, ist das besser getrennt sozusagen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Jetzt werde ich das da nur so ein bisschen antappen, dass es ein bisschen flacher wird, nicht mehr. Und jetzt nehmen wir uns die Gabel und werden fünfmal einstechen von der Mitte aus. Und schaut, dass ihr das in der Mitte schön gut andrückt, so weit, dass man das fast durchdrückt. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Falls notwendig, kann man jetzt da noch ein bisschen dazu drücken, um die Form ein bisschen mehr zu definieren. So, so in etwa sieht das dann bei mir aus und so verfahren wir jetzt mit den anderen auch. Kann man die Semmel entweder so lassen oder sie ein bisschen mit Wasser besprühen bzw. einmal eintunken und dann könnt ihr sie, worin ihr wollt, wälzen. Ich werde jetzt einmal einige in Mohn hineingeben und einige dann in Leinsamen. Aber wie schon gesagt, ihr könnt euch da wirklich austoben und das nehmen, was ihr gern habt.
So, und nun decken wir die ab und lassen die für 20 bis maximal 30 Minuten lang schön aufgehen. So, und nach 20 Minuten sind die dann bei mir schön aufgegangen. Falls notwendig, könnte man die jetzt noch ein bisschen mit der Gabel noch ein bisschen eindrücken. Ich werde sie jetzt noch einmal ganz fest mit Wasser besprühen. Und dann kommen sie ins vorgeheizte Backrohr bei 200 Grad Heißluft. Bitte die auch wieder mit Wasserdampf backen. Da könnt ihr einfach nur ein feuerfestes Gefäß in den Backofen reingeben und das mit vorheizen. Und da, wenn ihr dann die Semmeln hineingibt, schüttet ihr dann so 20-30 Milliliter einfach nur hinein, macht schnell die Backofentür zu, damit dass der Dampf einfach schön drinnen bleibt. Dann gehen die natürlich viel besser auf. Meine Lieben, und so sehen meine Semmel jetzt fertig aus. Die waren bei mir so um die 15 Minuten im Backofen. Ist halt abhängig von jedem Backofen. Ihr merkt die, sobald sie eine schöne Bräune haben, sind sie dann auch schon fertig. Ja, meine Lieben, wir werden jetzt frühstücken. Euch hoffe ich, das hat das Video gefallen, beziehungsweise das Rezept. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da, vielleicht einen Kommentar. Berichtet mir im Nachhinein, wie ihr das Rezept findet, wenn ihr es nachgebacken habt. Ja, ich wünsche euch dann einen guten Appetit, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!